Lena träumt, was die Zukunft ihr bringt. Von der Freiheit im Wind, von der Sonne am Meer. Von dem Paradies, das sie liebt, das sie niemals hergibt. Und sie freut sich so sehr auf das, was Lena heute noch erleben wird mit ihrem wilden Pferd. Wow! Lena trabt und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal. Lena lacht, die Welt wird heller. Lena reitet immer schneller. Das Glück hört auf dem Namen Mistral. Die Stunde der Wahrheit. Mal sehen, ob unser junger Hengst hält, was er verspricht. Offensichtlich haben wir nicht das richtige Fohlen gestohlen. Das hier wird jedenfalls nicht gerade glänzen. Lena müsste bald hier sein. Sehr gut, Lena. Du bist in der Zeit. Halt Mistral zurück. Nur so viel, dass er bei dem starken Gefälle nicht durchdreht. Los, Lena, gib Gas, gib alles, du bist die Beste. Los, los, los. Roger, dieses Pferd da, Donnerbrise. Ja, das ist er. Wenn wir darüber kommen, sind wir für die zweite Runde qualifiziert. Jetzt bist du dran, Mistral. Sehr gut. Ja! Oberhammer, damit sind sie in der zweiten Runde. Wuhu! Das war nicht schlecht, Lena. Aber bleib schön konzentriert. Wenn du nächstes Jahr beim nationalen Turnier reiten willst, musst du noch die zweite Runde schaffen und das Finale gewinnen. Na klar wird sie gewinnen. Hast du diesen Wahnsinnssprung gesehen? Ich dachte, ihr würdet fliegen. Jedenfalls solltest du aufhören, jedes Mal wie ein Brüllaffe herumzuschreien, wenn Lena vorbeikommt. Irgendwann wirst du Mistral noch erschrecken und dadurch einen Sprung versauen. Brüllen wie ein was? Sag das bitte nochmal. Wie ein Brüllaffe, wie ein Kalb. Wollen wir was trinken gehen, während sie plaudern? Wenigstens feuere ich Lena an. Aber du dagegen mit deinen komischen technischen Anweisungen, du... Hey, wartet auf uns! Sie ist einfach super gut. Hab ich richtig gehört? Dieser Hengst gehört Ihnen. Stimmt, er war einer unserer Neuzugänge. Na dann herzlichen Glückwunsch. Er hat das Zeug zum Champion. Er muss jetzt schon ein kleines Vermögen wert sein. Ich hatte immer schon den Eindruck, dass seine Reiterin nicht seine richtige Besitzerin wäre. Ja, das war unser letzter Tag. Mittlere Reife bestanden. Es lebe das Gymnasium. Ja! Und ein Hoch auf die Sommerferien. Programm für den Sommer. Schöne Ausritte zu viert. Plus Strand am Tag und abends Lagerfeuer mit Angelo an der Gitarre. Abends Fiesta und morgens ausschlafen. Noch mehr Glück geht nicht. Gefällt dir das Programm nicht? Doch, doch, nur... Lena und Mistral werden siegen. Kein einziger Mitbewerber kommt an sie ran. Nur nicht überheblich werden. Mit einem Pferd teilzunehmen, das einem gar nicht gehört, kann für einige Überraschungen sorgen. Was soll das heißen? Hoffentlich heckt sie nicht wieder irgendwelche krummen Dinge aus. Die ist doch bloß neidisch. In nicht mal 48 Stunden sind ein Jahr und ein Tag um, seit du Mistral aufgenommen hast. Und das heißt, er gehört dir bald ganz offiziell. Und zwar für alle Zeit. Ich warte schon so lange darauf. Kaum zu glauben, dass es bald soweit ist. Ich sollte mich entspannen. Gut, wir treffen uns morgen auf der Ranch für die zweite Runde des Turniers. Schön fit sein. Na los, nur zu. Mach ihn auf. Ich wurde angenommen. Das ist doch genial. Einer der berühmtesten Züchter der Welt bietet dir eine Ausbildung an, Angelo. Ich bin ja so stolz auf dich. Ja. Das ist der Königsweg, um deinen Traum von der eigenen Viehzucht wahrzumachen. Ja, die Sache ist nur, ich muss dafür die Ranch verlassen. All meine Freunde und... Angelo, das ist die Chance deines Lebens. Und du wirst nächsten Sommer zurückkommen. Ich weiß. Ich freue mich schon wieder so auf Mistral. Weißt du, ich hatte dir doch mal von dieser berühmten Viehzucht in Spanien erzählt. Diese große Stierzucht? Ich erinnere mich. Naja, es ist so, dass ich... Also ich... Ich wurde angenommen und... Lena? Lena! Schnell zur Ranch! Was ist los? Hey, sieh mal! Die Gitarre macht Jojo Angst.
Cool. Unser Gänserich steht nicht auf Musik. Er steht nicht auf deine Musik. Mistral! Oh, Mistral. Lena, was ist? Alles in Ordnung? Diese Typen, die wir getroffen haben, die habe ich schon mal gesehen, ganz sicher. Kamen sie von der Ranch? Ein paar Typen? Nein, hier war niemand. Falls es um Mistral geht, da hast du nichts zu befürchten, Lulu G. In 2 Tagen gehört er dir. Angelo hat recht. Die Ermittlungen nach seinem Besitzer haben nichts ergeben und es hat sich auch niemand gemeldet. Ihr habt recht. Und wir müssen uns auf das Rennen konzentrieren. Übrigens, was wolltest du mir vorhin sagen? Ach, nichts. Habe ich vergessen. Los, Lena! Ja, gib Vollgas! Hammersprung! Vorwärts, gib Gas! Nun marsch! Ein fehlerfreier Lauf von Lena Steiner. Du bist der Beste, Mistral. Bravo! Das war fehlerfrei in einer super Zeit. Damit seid ihr im großen Finale. Das musst du nur noch gewinnen, wenn du im nächsten Jahr mit Mistral National antreten willst. Genau das will ich und ich werde alles dafür tun. Wenn du den ersten Platz im Visier hast, tut es mir leid, dich zu enttäuschen, Lena. Den werde ich mir nämlich schnappen. Diese 2 Typen, das sind die von gestern schon wieder. Hey! Ganz ruhig, Mistral. Shh. Oh. Oh nein. Du hast sie gleich erkannt, Mistral. Es sind deine früheren Besitzer. Guten Tag miteinander. Dieses Pferd gehört uns. Wir kommen, um es zurückzuholen. Das müssen Sie erst beweisen. Das hier ist die Besitzurkunde. Da steht Gestüt zu Donnersheim. Hengst, Anglo-Araber, Fellschwarz. Es ging nur um ein paar Stunden. Dann hätte uns nichts auf der Welt mehr trennen können. Ich will dich nicht verlieren. Hören Sie, ich kümmere mich seit einem Jahr um ihn. Das Pferd ist mir ans Herz gewachsen. Oh, ein Pferd, das Ihnen nicht gehört, Gnädigste. So leid's mir tut. Ach, was für eine Schande. Du profitierst seit Monaten von einem Pferd, das du schlicht und einfach gestohlen hast. Und jetzt weigerst du dich, es zurückzugeben? Das ist erbärmlich. Du solltest nachträglich von allen Rennen disqualifiziert werden, die ihr gewonnen habt. Euch hat niemand gefragt, also haltet den Mund. Sie wollen Mistral zurückholen, obwohl sie ihn vor einem Jahr ins Schlachthaus bringen wollten? Wer würde so ein wertvolles Pferd schlachten wollen? Das ist nur ihre Fantasie. Sie können gar nichts mit ihm anfangen. Mistral ist zu wild. Lena ist die Einzige, die ihn reiten kann. Ach was, ein paar gute Dressurstunden und er ist sanftmütig wie ein Lamm. Die Diskussion ist überflüssig. Wir werden ihn jetzt mitnehmen. Und damit basta. Der Hengst gehört uns. Na bitte, er gehört Ihnen. Worauf warten Sie? Er scheint sie nicht besonders gern zu haben. Schaff den Transporter her. Wir haben was dabei, um ihn zu beruhigen. Danach werden wir ihn einladen können. Das hier ist der Chip, den ich ihm mit der Pistole injizieren werde. Aber tut ihm das nicht weh? Nein, sei ganz beruhigt. Es ist völlig schmerzfrei. Ein Fohlen muss einen Chip bekommen, bevor es 3 Monate alt ist. So ist das Gesetz. In dem Chip ist eine Nummer. Und wenn das Pferd verloren geht oder gestohlen wird, kann man den Chip mit einem Gerät auslesen und so seinen Besitzer finden. Gut festhalten. Ganz ruhig, mein Hübscher. Ich bin fast fertig. Na bitte. Alles so, wie es sein soll. Papa, wenn du diese Nachricht hörst, ruf mich bitte gleich zurück. Es ist dringend. Die Besitzer von Mistral sind aufgetaucht. Sie wollen ihn zurückholen. Na los, Lena. Sag deinem geliebten Mistral adieu. Versprüh dein Gift woanders, du Schlange. Ja! Mein Pferd! Bleib stehen, du kleine Diebin! Ich kann Lena nicht erreichen. Was geht da vor? Haben die Besitzer Mistral schon mitgenommen? Oh, nicht so richtig. Eigentlich ist Lena eher mit ihm geflüchtet. Was? Das ist das Falscheste, was sie tun konnte. Ich bin auf dem Weg zur langen Brücke. Oh, ich muss auflegen. Oh. Hallo? Karamell?
Raum zurück. Nico, alles in Ordnung? Karamell, komm her, damit ich auf deinen Rücken steigen kann. Findest du das witzig, du alter Esel? Wenn wir über den Kanal kommen, sind wir gerettet. Los, Mistral, du hast sowas schon geschafft. Will dir etwas springen, oder was? Ich befürchte es. Gib Gas. Ich hab was für dich, damit wirst du nicht weit kommen. Oh nein, ein Betäubungspfeil. Mein armer Mistral. Ich weiß, es ist hart. Wir müssen aber weiter. Wenn wir den Wald erreichen, dann können wir uns verstecken und ihnen entkommen. Los, gib doch Gas. Wenn sie den Wald erreichen, verlieren wir sie. Ich geb doch schon Vollgas. Wenn du nicht zufrieden bist, fahr du. Da drüben. Sie sind auf der anderen Seite vom Kanal. Sie ist abgestiegen. Na komm, wir sind da. Nicht, Mistral! Steh auf! Ich flehe dich an, wir müssen weiter! Nein! Hey! Lassen Sie mich los! Beruhige dich! Lassen Sie ihn los, das dürfen Sie nicht! Nehmen Sie Ihre Hände weg! Mistral! Nein! Mistral! Nein! Sie haben Mistral mitgenommen. Mistral war doch aber nicht gechippt, als Lena ihn gefunden hat. Dann haben die gegen das Gesetz verstoßen. Vielleicht. Aber nur weil er nicht gechippt war, heißt das nicht, dass er ihnen nicht gehörte. Sie wollten ihn ins Schlachthaus bringen. Wir können ihn nicht diesen Gangstern überlassen. Ich überlege. Man müsste wissen, ob... Naja, es gibt Verbrecher, die stehlen junge Fohlen. Sobald sie alt genug sind, testen sie sie auf Turnier. Und wenn sie sehen, dass sie Talent haben, erfinden sie für sie eine Identität und verkaufen sie teuer. Darum geben sie ihm auch nicht sofort einen Chip. Es würde erklären, warum Mistral mit fast 3 noch nicht gechippt war. Er wurde als Fohlen gestohlen. Das ist bloß eine Vermutung. Aber wenn es so war, dann bedeutet das, die Besitzurkunde ist gefälscht und Mistral gehört ihnen überhaupt nicht. Gut, ich werde die zuständigen Behörden bitten, das vor Ort zu prüfen. Es kann zwar einige Zeit dauern, doch naja. Lena, pass auf dich auf. Man braucht nur mal im Internet nachzusehen. Lasst mich nur machen, ich bin sicher, ich finde was. Na, was sag ich? Das Gestüt zu Donnersheim ist nicht gerade um die Ecke. Gehen wir. Hast du den Chipleser dabei? Hab ich. Es ist kein einziges gechippt. Dann könnte mein Vater recht haben. Ich rufe ihn an. Deine Vermutung könnte stimmen. Hey, wir haben uns auf dem Gestüt die jungen Pferde angesehen. Nicht eines hat einen Chip. Ihr habt da nichts zu suchen. Ich rufe die Polizei. Tut mir leid, Papa. Ist gut. War er sehr wütend? Er sagt, wir sollen verschwinden. Er ruft die Polizei. Weg da! Mistral! Der Beweis. Nicht eins der Fohlen ist gechippt. Die Polizei ist benachrichtigt. Was wird mit Mistral? Dieser Verbrecher! Nein, Lena, komm zurück! Du sollst dich beruhigen! Wie hat dieses Gör es nur geschafft, dich zu retten? Hören Sie auf!
ist alles in Ordnung. Sie werden dir jetzt nichts mehr tun. Ihr habt viel riskiert. Verhaften Sie diese Rowdies. Sie sind hereingedrungen und haben uns angegriffen, um dieses Pferd zu stehlen. Ihnen gehört Mistral aber nicht. Sie lügt. Dieser Hengst ist uns vor einem Jahr verloren gegangen und er gehörte zu unserem Gestüt. Ach ja, dann nur zu. Zeigen Sie uns die Besitzurkunde. Worauf warten Sie? Und all die Fohlen ohne Chips in Ihren Ställen, gehören die vielleicht auch Ihnen? Ich habe übrigens ein paar interessante Bilder gemacht, wie Sie hier mit Ihren Pferden umgehen. Gut, gut, gut. Beruhigen wir uns. Wir werden das alles nachprüfen. Sie versuchen abzuhauen! Halt! Los, mach schneller! Und? Mein Verdacht war richtig. Das Gestüt zu Donnersheim hatte sich auf Fohlenentführung und dem Handel mit ihnen spezialisiert, samt Fälschung der Besitzurkunden. So wie die Urkunde für Mistral? Ja, Mistral wurde sehr jung gestohlen. Er gehörte also nicht zu diesem verbrecherischen Gestüt. Und da liegt das Problem. Das Problem? Was für ein Problem? Aber du hattest mir gesagt, dass nach einem Jahr... Nun, das Problem war, dass man Mistral eine vollkommen neue Urkunde ausstellen musste. Und da ist sie. Oh. Ja! Mistral hat ab jetzt offiziell eine neue Besitzerin. Vielen Dank. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Jetzt wird uns niemand mehr trennen können, Mistral. Seit dem Tod von Sabu habe ich diese Zeit im Jahr gehasst. Aber dieser jetzt wird der umwerfendste Sommer, den ich je hatte. Fängt Ihr Name zufällig mit S an? Angelo, kommst du vielleicht darauf? Angelo? Du wirst mir fehlen, Sila. Aber ich weiß, dass du während meiner Abwesenheit in guten... Abwesenheit? Wovon redest du? Ich gehe weg. Du weißt schon, der Stierzüchter. Meine Ausbildung in Spanien. Ich nehme morgen den Zug. Aber du hast mir davon nichts erzählt. Ich meine, ich... Ich hatte vor, es dir zu erzählen, aber dann ist das mit Mistral passiert und ich wollte nicht noch eins draufsetzen. Es tut mir leid. Ich freue mich für dich. Damit könnte dein Traum einmal wahr werden. So wie deiner. Nächstes Jahr trittst du mit Mistral beim nationalen Turnier an. Ja, aber ohne meinen Lieblingstrainer? Komm mit. Wenn das unser letzter gemeinsamer Abend ist, dann sollten wir ihn genießen. Wen soll ich denn jetzt ohne dich auf den Arm nehmen? Du wirst mir echt fehlen, du Dickkopf. Du mir aber auch. Pass auf dich auf. Und mach dir keine Sorgen um Sila. Wir werden ihn verwöhnen. Und schick uns mal ein paar Fotos und... Ich hau lieber ab, sonst muss ich noch heulen. Ich will nicht, dass du gehst. Nächsten Sommer bin ich wieder da. Ein Jahr geht... Ein Jahr? Das ist mir viel zu lang. Sag das nicht. Guck mal, vor einem Jahr hast du Mistral gefunden. Ein Jahr und ein Tag. Und die Zeit ist verflogen. Ja, das ist wahr. In diesem Jahr hat Mistral mein Leben verändert.
Meine Freunde haben sich um mich gekümmert, mir meine Ängste genommen. Aber du... Du hast mein Herz berührt. Ein Jahr ist eine Ewigkeit. Also erzähl mir keine Geschichten. Ohne dich wird alles so kalt sein. Und ich habe dir nie sagen können, dass ich... Diese Ausbildung ist die Chance deines Lebens. Du wirst es schaffen. Eines Tages wirst du deine eigene Zucht aufbauen. Ich bin so stolz auf dich. Ich sollte einsteigen, sonst fährt der Zug noch ohne mich los. Angelo, nun mach schon, steig ein! Ein Jahr vergeht wie im Flug. Na los, komm, Lena. Wir machen heute Abend wieder ein Lagerfeuer auf der Ranch. Und heute spiele ich Gitarre. Ganz sicher nicht. Hey, warte mal, du wirst schon sehen. Komm her. Na warte, wenn ich dich erwische. Wartet auf mich. Angelo, komm schnell zurück. Nico wird es noch wahnsinnig machen. Wow! Lena trabt und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal. Lena lacht, die Welt wird heller. Lena reitet immer schneller. Das Glück hört auf den Namen Mistral. Wow! Lena trabt und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal.